Hallo zusammen, ich begrüße euch. Na, schon die richtige Frequenz gefunden? Find Your Frequency. Heute möchte ich euch ein paar Details zu unserem neuen Monitorlautsprecher der VM-Serie zeigen. Wie unsere Lautsprecher klingen, kann ich euch natürlich in diesem Video nicht näher bringen. Dazu besucht bitte einen autorisierten Pioneer-DJ-Händler und hört sie euch vor Ort an. Am besten natürlich mit eurer Lieblingsmusik. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal hier. Natürlich kommen hier weiter spannende neue Themen und Videos auf unserem Kanal. Und deshalb, kleiner Tipp, jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Widmen wir uns aber nun wieder der VM-Serie. Aktive Monitorlautsprecher gibt es ja schon einige. Was machen wir anders? Die aktiven Monitorlautsprecher von uns erzeugen einen klaren Klang mit schnellen, druckvollen Bässen. Und dank flexibler DSP-Einstellungen können die Monitorlautsprecher an die Charakteristik deines Raums angepasst werden. Unsere VM-Serie ist optimal für alle die, die akkuraten Sound für ihr DJ-Setup oder Home-Studio benötigen. Aber schauen wir uns natürlich mal ein paar Key-Features an. Ich habe ja eben schon gesagt, beziehungsweise man hat es ja schon gesehen, er sieht natürlich auch schön aus. Er hat einen new professional look, schönes Design, muss man ganz klar sagen, fällt schon auf. Wir haben in allen Speakern einen Class D-Verstärker mit DSP und 96 kHz Sample Rate, DSP Control. Was das genau heißt, erkläre ich gleich nochmal. Also einfache Klanganpassung für euren Raum vornehmen. Horn mit konstanter Richtwirkung, Aramidfaser-Woofer-Membran, Vortex-Bass-Accelerator und natürlich noch die stabile Aluminium-Frontschallwand. Wie sich das Ganze auswirkt und was damit passiert, kommt natürlich gleich nochmal im Detail. Schauen wir uns als erstes aber mal den VM80 an. Der VM80 bringt knappe 10 Kilo auf die Waage und ist damit auch kein Leichtgewicht und auch das größte Modell der VM-Serie. Der etwas kleinere VM70 und seine 7,7 Kilo erzeugt maximal 112 dB SPL und ist damit so laut wie mancher Club. Der VM50 ist mit seinen 5,5 Kilo damit fast ein Leichtgewicht und ist vom Sound aber genauso akkurat wie die großen Modelle. Den VM50 gibt es auch in Weiß. Die Farbe ist aber auch der einzige Unterschied. Ansonsten hat er natürlich die gleichen Spezifikationen wie die schwarze VM50-Variante. Der Teufel liegt natürlich wie immer im Detail. Werfen wir als nächstes nämlich genau da einen Blick drauf. Die Größe des Tieftöners, ja, sagt natürlich auch schon ein bisschen die Modellnummer, kann man so ein bisschen erahnen, was das bedeutet. Der VM50 hat ein 5,25 Woofer halt, 5,525 Zoll, der VM70 ein 6,5 Zoll Woofer und der VM80 ein 8 Zoll. Wenn man oben sich mal die Hörner anschaut, dann wirken natürlich am ersten Eindruck die Hörner okay noch gleich, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann ist die Form natürlich anders. Das heißt, die Form ist angepasst, sie ist beim VM50 eher noch rund und beim VM80 sieht man noch eher oval. Es liegt an der Breite. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich nochmal. Das ist ein 1 Zoll Horn und das Besondere auch noch bei dem Horn ist auf jeden Fall, ihr habt vor dem Horn einen kleinen Bügel, der schützt das Horn natürlich auch vor unbeabsichtigter Berührung, so dass es nicht kaputt gehen kann. Finde ich schon mal sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr gut. Ich habe schon oft eingedrückte Hörner gesehen. Wenn wir uns jetzt mal die VMs von der Rückseite anschauen, oder picken wir uns jetzt mal den VM70 in der Mitte raus, dann interessiert uns natürlich auch, was haben wir denn da für Anschlüsse hinten dran? Die Monitore verfügen über, und das ist bei allen gleich, über einen Balanced XLR TRS Kombinationsanschluss sowie ein RCA, also ein Cinch-Anschluss, der dann aber unbalanced ist. Ja, und damit ist er natürlich für professionelle Zwecke im Home-Studio-Bereich bestens ausgestattet. Jetzt wird es natürlich nochmal interessant, ich habe es ja eben schon angekündigt, Horn mit konstanter Richtwirkung. Jetzt wird es nochmal kompliziert. Was heißt kompliziert? Das Horn ist natürlich
ziemlich genau angepasst an dem Speaker und auch an dem Woofer. Die Form des Horns und die Kante des Woofers sind so gestaltet, dass die Frequenzen über den gesamten Bereich gleichmäßig abgestrahlt werden. Dies führt zu einem sehr natürlichen Klangbild. Außerdem ja, ist das Horn, hat das auch eine spezielle Form, damit es halt auch diese konstante Richtwirkung hat. Das ist aber sehr technisch. Eine detaillierte Erklärung würde jetzt echt den Zeitrahmen dieses Videos sprengen. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass wir einen sehr präzisen und klaren Sound unserer Monitore im Hochton und natürlich auch im Tiefton-Bereich haben. Gerne schmeißt mal Google an und sucht nach konstante Richtwirkung. Da werdet ihr schnell fündig und da gibt es sogar, ich habe glaube ich vorhin als erstes gleich eine Doktorarbeit darüber gefunden. Also, sehr spannend. Gehen wir aber mal weiter. Wir haben natürlich eben schon gesehen, wie groß die Woofer sind. Es gibt da verschiedene Größen. Die sind aus einer Aramidfaser hergestellt. Deswegen auch Aramid-Woofer-Membran. Die meisten kennen Aramid wohl eher unter dem Begriff Kevlar, ist aber das Gleiche. Aramid ist unfassbar stabil und strapazierfähig und hat eine sehr hohe Langlebigkeit. Aramidfasern sind sehr starr und steif, was aus mechanischer Sicht wünschenswert ist. Die Steifigkeit des Materials bietet eine gute Kontrolle über die Schallschwingung, die man in Bässen und tiefen Mitten spüren kann. Diese neu entwickelte Membranen sind 30% leichter als herkömmliche mit Papier ausgekleidete Aramidmembranen und haben ein schnelleres Einschwingverhalten. Also guckt einfach mal auch, was die Tieftöner so drauf haben. In der Regel liegen die mit 8 dB über dem, was unsere Mitbewerber so können. Also schaut euch das mal im Detail an, in den Specs. Wie immer liegt der Teufel im Detail. Wenn wir uns jetzt mal weiter anschauen, nämlich was ich vorhin schon gesagt hatte, die Schallwand bzw. das vorne, das gebürstete Aluminium, was vorne dran ist. Das hat natürlich zum einen die Funktion, dass der ganze Lautsprecher zusammengehalten wird. Ja, das ist sicherlich wichtig, aber die sechseckige Frontscheinwand aus 4 mm starkem Aluminium unterdrückt auch Resonanzen und reduziert Vibrationen, so dass der Monitorlautsprecher dadurch einen originalgetreuen Klang wiedergeben kann. Zusätzlich gibt natürlich, und das sagte ich vorhin auch schon, das gebürstete Aluminium halt im Ganzen noch so einen professionellen Look, ein geiles Finish auf jeden Fall. Bass. Ja, wir brauchen Bass. Vortex Bass Accelerator. Dank des Vortex Bass Accelerators werden Bässe sehr direkt und ohne unerwünschte Vibration erzeugt. Die Rippen in der Bassreflexöffnung sorgen dafür, dass die Luft frei aus dem Lautsprecher strömen kann, um einen reinen Klang zu erzeugen. Dies verhindert Verzerrung oder Rauschen und sorgt dafür, dass der Bass kraftvoll und druckvoll bleibt. Ein wesentlicher Vorteil von Lautsprechern mit rückwärtigen Öffnungen ist die Möglichkeit, die zusätzlichen Tieftonreflexionen zu nutzen und zu erzeugen. Besonders wenn man nah an der Wand oder in einer Raumecke die Lautsprecher aufgestellt hat. In kleineren Räumen kann dies zusätzlich Bässe erzeugen, die sonst nicht möglich sind. Also sehr interessantes Thema, sehr interessant auch, wie das Ganze gelöst ist. Und vor allen Dingen, wenn ihr es hört, werdet ihr merken, es klingt einfach auch wirklich so, wie ich es gesagt habe. Und es macht Spaß. Wenn wir weiterschauen, DSP-Control. Ja, was ist das denn schon wieder? Es gibt ja viele Systeme, auch bei anderen Herstellern, die haben Displays drin, wo man dann die einzelnen Frequenzen einstellen kann und wo man seinen Lautsprecher justieren kann und auch die Klangcharakteristik ändern kann. Die Monitore der VM-Serie sind grundsätzlich neutral gestimmt, um sicherzustellen, dass du den natürlichen Sound deiner Musik hörst. Aber natürlich ist Sound nicht immer gleich und jeder Raum reagiert anders auf Audiowellen. Um euch zu helfen, den perfekten Klang für den Raum zu finden, für deinen Raum zu finden, haben wir verschiedene DSP-Einstellungen in jedem Monitor integriert. Wir wollten eine einfache und schnelle Methode zur Kontrolle der Klangcharakteristik bereitstellen, ohne dass du dazu den Lautsprecher immer wieder wegbewegen musst oder umdrehen musst. Auf der Rückseite befinden sich deswegen zwei Drehregler, Low EQ und High EQ.
Jeder der Regler hat 4 verschiedene Positionen, sodass 16 mögliche EQ-Einstellungen abrufbar sind. Wähle die Einstellung, die für DJing oder Musikproduktion bei dir am besten klingt. Je nach Form, Größe und Beschaffenheit deines Raumes, wird es natürlich anders klingen. Und das kannst du anpassen. Schauen wir uns das aber mal im Detail an, was das bedeutet, wie wir solche Einstellungen vornehmen können. Es gibt hier die Einstellung natürlich einmal für den Low-Bereich, Low EQ und High EQ. Schauen wir uns als erstes mal die Einstellung für den High EQ an. Wenn ich hier mal ein kleines Stück hier zur Seite gehe, dann sehen wir natürlich, wie schon angekündigt, 4 Einstellungen, H1 bis H4. Ihr seht, H2 ist die neutrale Einstellung, also ist denn die Flat-Einstellung, wo keine Änderung vorgenommen wird. Wenn ihr zum Beispiel einen Raum habt, der, wie das hier zum Beispiel erläutert ist, eine weniger hohe Frequenzen, wenn zum Beispiel die H1 nehmen, ne, der reduziert zum Beispiel mit einem High-Shell-EQ von 3,5 kHz bis 12 kHz, was zu weniger grellen Klang führt halt. Da reduziert er auf jeden Fall das. Ne? Und in der Erklärung seht ihr weniger hohe Frequenzen. Dies ist wirksam, wenn der Raum hallig ist und hohe Frequenzen übermäßig aufdringlich sind. Und da sieht man natürlich schon an der Beschreibung, und das liegt natürlich bei, könnt ihr schon sehen, okay, wie ist mein Sound, wie ist die Beschaffenheit, was ist vielleicht die beste Einstellung für meinen Sound. Und ihr seht, hier gibt es, wie gesagt, passende Einstellungen einmal für den High-Bereich und natürlich gibt es die gleichen Einstellungen auch nochmal für den Low-Bereich. Wenn ihr zum Beispiel zu viele Tiefen habt, was natürlich auch sein kann, dann könnt ihr hier einfach mit L1 um 6 dB bei 63 Hertz absenken und habt dann auch ein bisschen weniger Bass. Wenn ihr allerdings druckvollen, punchigen Bass haben wollt, dann wählt ihr die Einstellung L4 für den Bass und damit habt ihr natürlich dann einen punchigen, kluppigen Bass wie im Club und habt erstmal Party zu Hause und wahrscheinlich auch die Nachbarn vor der Tür. Wie auch immer, aber Hauptsache wir haben Spaß. Das zur DSP-Kontrolle. Coole Geschichte also. Schauen wir uns aber noch mal ein paar weitere Fakten an. Dazu gehe ich mal ein bisschen aus dem Bild, damit man das noch sehen kann. Nämlich in Sachen Sound. Hier sieht man, welche Verstärkerarten natürlich hier auch drin sind, beziehungsweise die Leistung der Verstärker, gerade im Low-Bereich. Da sieht man natürlich gleich, dass der VM80 da auch die größte Leistung hat und hat dann aber auch natürlich den höchsten maximalen SPL-Pegel. Ihr wisst ja, SPL steht für Sound Pressure Level und wird in dB angezeigt. Das ist der Wert, der ein bisschen fett hervorgehoben ist. Und Max SPL steht bei VM80 auf 115 dB. Das ist auf jeden Fall allerhand. Und ihr dürft das gerne mal vergleichen, auch wieder mit dem Mitbewerber und wie da das Verhältnis ist, auch gerade wenn wir das mit der Nennleistung vergleichen. Schauen wir hier aber an dieser Stelle auch noch einmal auf ein paar andere Faktoren, und zwar welche Leistungsaufnahme hat. Ihr seht das, der hat 30 Watt in dem kleinsten Modell, 45 Watt beim VM70 und beim VM80 maximal 60 Watt. Und wenn wir dann natürlich gerade gehört haben, dass wir damit 115 dB Max SPL haben, ist das schon ein Knaller. Hier natürlich nochmal die Größe und auch das Allerwichtigste mit ist der Preis. Unverbindliche Preisempfehlung für den VM50 ist 179 Euro. Als Paar das Ganze natürlich dann für 358, also genau das Doppelte. Und beim VM70 das Stück ist der 249 und der VM80 für 309. Das Ganze ist natürlich eine unverbindliche Preisempfehlung. So, ich hoffe an dieser Stelle, dass ich euch unseren neuen Monitor-Lautsprecher etwas näher bringen konnte. Leider kann ich euch nicht demonstrieren, wie gut er wirklich klingt. Dazu geht ihr bitte zu einem autorisierten Pioneer DJ-Händler eures Vertrauens oder vor allen Dingen auch in eurer Nähe und bringt eure, wie anfangs schon gesagt, eure Lieblingsmusik mit, damit ihr natürlich auch perfekt beurteilen könnt, ist es wirklich ein cooler Sound, passt das zu mir? Ich denke mal, die werden euch überzeugen. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt,
dann schaut natürlich regelmäßig hier bei uns vorbei. Und wenn ihr erinnert werden wollt, dass es wieder was Neues gibt, abonniert am besten einfach unseren Kanal hier auf YouTube und dann werdet ihr natürlich regelmäßig informiert über neue Videos. So, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei uns auf dem Pioneer DJ Germany Kanal. Bis dann!